bin Roland von Wirbel und Herzwies. Ich habe euch heute ein paar Übungen mitgebracht, die ihr mit euren Hunden gemeinsam durchführen könnt. Es geht um das Thema Vordergliedmaßen, Hintergliedmaßen bzw. Muskelaufbau und Muskelerhalt. Das ist deswegen so wichtig, weil wir natürlich hier in der Praxis die unterschiedlichsten Krankheiten vor die Nase gesetzt bekommen. Es ist allen Hunden oder vielen Hunden gemeinsam, dass sie zwar bis auf einige Ausnahmen wohl erzogen sind, durchaus auch Hunde, die im Hundesport tätig sind, dabei haben, aber was das richtige Gymnastizieren und die speziellen Übungen für spezielle Muskulaturen halt eben betrifft, da ist wenig bis kaum Wissen vorhanden und es sind leichte Dinge, die man durchführen kann, die man täglich oder alle zwei Tage oder auch teilweise mehrmals am Tag mal einfach kurz einbringen kann, um eben, wie gesagt, die Muskulatur aufzubauen. Die Hunde haben sehr viel Spaß da dabei und man kann das alles auf einer spielerischen Art und Weise machen. Dafür hole ich jetzt mal unsere Mitarbeiter. So, die Übung Nummer 1 heißt Vorderpfoten nach oben. Das heißt, schlicht und ergreifend, ihr sucht euch eine etwas höhere Position aus. Es kann eine Treppenstufe sein. Es können diese Matten sein. Die kann ich euch später als Link dementsprechend noch zeigen, wo ihr die herbekommt. Ich finde die ganz gut, weil wir die von der Höhe dementsprechend umklappen können und verschiedene Höhen einstellen können, je nach Hund. Die Höhe dieser Stufe sollte natürlich an den Hund angepasst sein. Also habt ihr einen Dackel beispielsweise, wäre das etwas zu hoch. Und die Übung geht im Prinzip so, dass ihr mit einem Leckerli euren Hund auf diese Stufe holt. Bei zwei Hunden ist es ein bisschen schwierig. So, dann steht er drauf. Ihr müsst darauf achten, dass die Hintergliedmaßen gerade sind. Das ist jetzt beim Leon hier nicht der Fall. Da steht etwas Scheps. Und ihr müsst vorne auch drauf schauen. Ihr hält es einfach dementsprechend, dass der Rücken eine schöne gerade Linie bildet. So sollte es aussehen. Was man nicht machen darf, wäre das Leckerchen nach oben nehmen. Dann kommen wir hier in eine Überstreckung rein. Das wollen wir nicht. Genauso wäre jetzt auch aktuell falsch, das zu weit nach unten zu nehmen. Dann verlagern wir die Last auf die Vordergliedmaßen. Das, was wir jetzt hier machen möchten, ist eine Stärkung der Hintergliedmaßen. Das heißt, wir haben normalerweise eine Lastverteilung vorne 60%, hinten 40%. In dem Moment, wenn wir den Oberkörper nach vorne holen, verursachen wir eine Lastverschiebung nach hinten und das stärkt dann dementsprechend die Hintergliedmaßen. Und für die Übung ist es wichtig, dass ihr die schön ruhig durchführt. Ihr braucht da nicht in Eile zu verfallen. Wie gesagt, schaut am besten, jetzt steht er hinten relativ gut. Nicht verwirren lassen, ich sage euch nachher noch etwas zu ihm dazu, dass die Beine etwas auseinander stehen. Aber er steht so schön, ihr haltet dieses Leckerchen in der Höhe. Ihr müsst auch oder solltet darauf achten, dass ihr mit der Belohnung nicht so hoch geht, dass er ständig nach oben schaut und ihr so dementsprechend belohnt, sondern belohnt ihn einfach unten, hält den Kopf dementsprechend unten, wie gesagt, und achtet einfach auf diese Rückenlinie. Zwischendrin, also für den Beginn, erkennt es jetzt schon, für den Beginn reicht es, 3 Sekunden erhalten, dann die Übung auflösen und ihn das Leckerchen holen lassen. Ja, dann holt ihr ihn wieder rauf. Ja. Super gemacht. Ja. So, 3 Sekunden halten, fressen lassen, schlotzen lassen, auflösen, Leckerchen runter. Das Auflösen ist ganz wichtig, dass er aus dieser Grundspannung dementsprechend wieder rauskommt. So, dann kann ich euch noch den zweiten Hund zeigen. Also für die Mehrhundehalter unter euch wäre es ratsam, dass ihr versucht, einen Hund eben zu separieren oder mittels Deckentraining ihn auf eine Decke abbiegen zu lassen, damit ihr nicht so ein Chaos habt wie jetzt bei uns beiden. Die Nala möchte sich immer da zwischen vordrängen. Genau, wir probieren das mal mit ihr. Sie ist ein bisschen ängstlicher. Kann sein, dass sie das jetzt nicht gleich zum Beginn an macht. Super. Okay, auch hier, wie gesagt, schauen, dass der Rücken gerade ist. Das ist jetzt bei ihr zugegebenermaßen schwierig. Etwas halten und dann die Übung wieder auflösen. So, wir haben hier zwei Hunde. Die haben sozusagen beide mehr oder weniger einen Befund.
sodass ihr seht, dass die Hunde grundsätzlich nie alle identisch sind. Beim Leon ist es so, der ist jetzt 10 Jahre alt. Ihm wurden im Laufe des ersten Lebensjahres die beiden Femurköpfe herausoperiert, sodass er keine knochige Verbindung in den Hüftgelenken dementsprechend hat. Und da rührt eben diese leichte Fehlstellung her. Seine Pfötchen stehen etwas auseinander. Das ist einfach eben seine mangelnde Stabilität. Und wenn man ihn komplett betrachtet und befundet, stellt man fest auch, dass er grundsätzlich in den Hintergliedmaßen deutlich schwächer ist wie in den Vordergliedmaßen. Und genau für solche Hunde eben ist dieses Stufentraining sehr, sehr wichtig. Bei der Nala wiederum, die ist ein Galgo Espanol, ein Windhund. Bei den Windhunden ist es so, dass sie grundsätzlich einen gebogenen Rücken haben. Das rührt daraus hervor, dass die auf Schnelligkeit eben dementsprechend gezüchtet worden sind. Beschleunigung geht von hinten, von den Hintergliedmaßen los, setzt sich über das Becken fort und durch dieses gerade Strecken des Rückens erreichen die dann eben nochmal eine doppelte Beschleunigung und können da dann eben einfach sehr schnell die Kaninchen jagen. Das Problem ist dann bei diesen Windhunden, wie gesagt, diese gebogene Rückenmuskulatur oder diese gebogene Wirbelsäule. Und für sie ist es grundsätzlich sehr gut, solche Übungen eben zu machen. Man sieht, dass sie den Rücken gar nicht ganz gerade kriegt. Wir haben immer grundsätzlich eine Beugung drin. Das ist nicht schlimm. Also wenn jetzt ein Hund eben aufgrund seiner Rassedisposition solche Stellungen dementsprechend hat, ist es grundsätzlich in Ordnung. Aber es ist so eben, dass wir schon durchaus eben hier, wie bei ihr, in diese Streckung reinkönnen können. Was sie sehr gerne macht, ist in die Versammlung gehen. Aber einfach in diese Streckung reingehen, um die überlasteten Strukturen dementsprechend etwas zu entlasten. Und die Strukturen, die ständig in der Last sind, das ist jetzt hier eben diese Rückenlinie, dass wir die ein bisschen entlasten. Genau, das war die Übung Nummer 1. Viel Spaß beim Nachmachen. So, die Übung Nummer 2 ist fast identisch wie die Übung Nummer 1. Bei der Übung Nummer 1 kam es uns darauf an, eben die Hintergliedmaßen zu stärken. Bei der Übung Nummer 2 wird es jetzt, liegt der Fokus auf den Vordergliedmaßen. Und es funktioniert so, dass wir den Hund wie vorhin zurück. Komm. Hier, komm. Los, komm. Hopp. Super. So, das war ja die Übung Nummer 1 und wir holen ihn jetzt einfach weiter. Ja. Super. Und haben jetzt die Hintergliedmaßen oben. Auch hier, ich habe jetzt leider keine Hand frei, das kann man auch am besten eben dementsprechend zu zweit üben. Ihr solltet darauf achten, dass die Hintergliedmaßen parallel stehen, dass die Vordergliedmaßen parallel stehen. Er macht das jetzt hier zum ersten Mal. Das heißt, da bedarf es noch ein bisschen Übung an der Justierung der Gliedmaßen. Hier ist es genauso wichtig, dass wir im Rücken eine gerade Linie haben. Ja, also es darf nicht so aussehen und es sollte nicht so aussehen, weil wir dadurch wieder eine Lastverschiebung erreichen. Aktuell ist es so, dass wir vorne sehr viel Last drauf haben. Hinten wird jetzt dementsprechend entlastet. Würde ich jetzt das Leckerchen nach oben nehmen, verschiebt sich diese ganze Last nach hinten und umgekehrt eben dementsprechend genauso. Das heißt, halten. Und dann ist es wie in der ersten Übung auch, 3 Sekunden halten und dann die Übung loslassen, lösen, dass ich das alles kurz entspannen kann. Und nochmal beginnen. Ja? Los. Ein. Super. Komm. 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 Ja, komm. Los. Ja, komm jetzt rein. Super. Manchmal bedarf es ein bisschen Motivation. Also das Ganze nicht so ernst nehmen. Spaß dabei haben. Sollte das hier gar nicht klappen, man muss den Hund erstmal dran gewöhnen. Beim Leon ist es jetzt der Fall, dass der aufgrund eben seiner Instabilität in den Hintergliedmaßen Angst hat, über bestimmte Untergründe zu laufen. Das mit diesem Holzboden macht ihm jetzt hier schon sehr starke Probleme. Deswegen bin ich im Prinzip froh drum, dass er das so macht, wie er es macht. Wir probieren es noch mit der Nala. Die setzt sich natürlich gern überall hin. Das ist etwas, sie ist ein Angsthund. Ich habe ihr recht schnell beigebracht, dass es sich lohnt, hinzusetzen und nicht abzuhauen. Und jetzt habe ich das Ergebnis, sie setzt sich einfach überall drauf, auch wenn ich es im Prinzip gar nicht gebrauchen kann. So, komm. Komm. Nala. Super. Komm. Hier. Ja. Machen wir es andersrum. Komm. Nala.
Ein. Komm, hopp. Super. Und eins weiter. Komm. Komm. Na, so kommst du hier nicht runter. Was ist Feines? Komm. Komm. Nein, super. Also am Anfang ist einfach wichtig, dass die Hunde eben erstmal lernen, diese Sache überhaupt durchzuführen. Und diese Feinjustierung eben kommt dann später. Das war die Übung Nummer 2. Auch hierbei wünsche ich euch viel Spaß. So, die Übung Nummer 3. Da brauchen wir den Hund in der Platzposition. Das heißt, wir gehen runter, lassen den Hund ablegen. Platz. Fein. Super. So, und dann holen wir, Moment, muss mein Hund hier mal beiseite schieben, dass ihr das besser seht. Wir versuchen hier eine gerade Rückenlinie zu haben. Es gibt Hunde, die kippen mit dem Popo ein bisschen beiseite. Da gehe ich einfach her und hole mir mein Leckerchen vor. Normalerweise kommen die mit dem Kopf vor und sie strecken das Becken. Ja? Das ist beim Leon etwas schwierig. Wie ich anfangs erwähnte, hat er ja keine festgelenkige Hüfte. Das heißt, er tut sich da ein bisschen schwer. Aber ihr müsst im Prinzip die Hand vorholen. Geh mal beiseite. Danke. Die Hand vorholen. Super. Okay, er steht gleich auf. Das war nichts. Ja, sitzt. Platz. Vor. Becken geht auf. Hand zurück in Richtung Schwänzchen. Becken rollt wieder ein. Dann gehen wir wieder vor. Becken geht wieder gerade. Dann gehen wir wieder zurück. Und das Becken rollt sich wieder ein. Jetzt geht er wieder auf die Seite. Also schaut, dass die Hunde gerade bleiben. Das bewegt einfach dieses Becken. Wir haben im Becken ganz oft die Problematik, dass Blockaden drin vorherrschen, in den sogenannten Iliosakralgelenken, die sich jeweils rechts und links an den Darmbeinschaufeln befinden. Wenn es dort zu Blockaden kommt, das kann durch einen Zusammenstoß sein, durch ein falsches Springen, kann es sein, eben, dass die Hunde eine Lahmheit entwickeln. Man denkt erstmal vordergründig, das sind die Hintergliedmaßen, und das liegt aber oft eben an der Beckenmechanik. Und das kann man, wie gesagt, einfach so üben. Schön langsame Bewegungen, die Hand vom Körper weg, die Hand zum Körper hin, Becken rollt sich ein, Becken rollt sich auseinander. Auch hier ist es so, wie man beim Leon gesehen hat, deswegen ist es ganz gut. Ich habe hier Hunde genommen, die kennen sowas gar nicht. Also auch wenn es unsere Hunde sind. die müssen sich erst an diese Bewegungen gewöhnen und man muss einfach mit einer gewissen Ruhe und ein bisschen Spaß eben daran gehen. Und dann bringt es später oder früher einen Erfolg. So, das war es an Übungen für heute von meiner Seite aus. Zu beachten ist Folgendes, dass ihr drauf schaut, dass die Hunde auf jeden Fall Spaß dabei haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch ihr sollt Spaß dabei haben, weil wenn ich einfach irgendwas nur langweilig sozusagen ausübe mit dem Hund, dann hat er keinen Bock drauf und legt sich dann wieder ins Körbchen zurück und wir selber verlieren dann auch dementsprechend die Lust dran. Also Spaß ist ganz wichtig da dabei. Ihr habt gesehen, manchmal sind die Hunde etwas übermotiviert. Sollte dies der Fall sein, dann lieber die Übung abbrechen, ein bisschen Ruhe einkehren lassen und eine Stunde später nochmal probieren oder einen halben Tag später, je nachdem, wie es euch in den Zeitplan hereinpasst. Genau, führt die Übungen langsam durch. Achtet darauf, auf die Fehlerquellen, die ich euch genannt habe. Die sind sehr wichtig, nicht dass größere Schaden passiert. Kontraindikationen gibt es theoretisch keine jetzt für diese Übungen. Natürlich sollte der Hund nicht gerade einen frischen Bandscheibenvorfall haben oder einen frisch operierten Kreuzbandriss dementsprechend. Das versteht sich von selbst. Ansonsten, wenn ihr unsicher seid, dann fragt bei uns nach. Fragt, je nachdem, wo ihr seid, euren eigenen Therapeuten oder Therapeutin oder den Tierarzt nach dementsprechend, ob ihr das machen dürft. Aber wie gesagt, jetzt von meiner Seite aus ist das alles easy. Solange man beachtet, eben wie gesagt, den Spaß und die Ruhe in diese Spiele reinzubringen. Genau, das war es auch schon. Euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.